Hallo ihr Lieben, ich habe heute wieder etwas Neues für euch. Und zwar weiß ich nicht, wie es euch geht, aber wir sind ja ziemliche Fans, muss ich dazu geben, von diesen Schamküssen. Ich hoffe, man erkennt sie. Ich habe sie hier mal in Zartbitter gemacht. Und dann die weißen. Den habe ich richtig prall gefühlt, fällt mir gerade auf. Es kommt auch auf die Wolle ein bisschen drauf an. Wenn sobald etwas feiner ist, dann kommt es auch gleich viel dicker. Und ja, ich habe vielleicht zu viel Füllwatte reingetan, aber egal. Auf jeden Fall haben wir hier Zartbitter, weiße Schoki. Vollmilch werden wir dann noch häkeln. Und dann habe ich sogleich auch welche im Mini-Format gemacht. Hier eben auch wieder in Zartbitter und Vollmilch. Und diesen werden wir dann in groß zusammen häkeln. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir lieben diese Dinger, deswegen kaufe ich sie nicht so oft, weil dann würden wir, glaube ich, uns nur noch von denen ernähren. So, also, und für eine Kinderküche ist es ja ideal, glaube ich, wenn man diese hintrapiert. Vielleicht habt ihr auch noch so eine kleine Schachtel über oder ihr bastelt was Neues oder je nachdem. Und dann könnt ihr sie da reintun und dann kann man sie im Kaufladen verkaufen und in der Kinderküche anrichten, es sie schmecken lassen. Ich glaube, da gibt es viele Ideen, wie man das wieder handhaben kann, mit dem spielen kann. So, also wieder ein neues Video. Dann werde ich euch gleich zeigen, wie man so einen großen Schaumkuss macht. So, also wie gesagt, wir machen einen mit Vollmilch. Da nehme ich gern so diese, so eine hellere Braun. Da habe ich eben diese dunkle und die helle. Die Braun nehme ich auch sehr gerne für Laugenstangen und Brezen her. Ich finde, das passt eigentlich da ganz gut. Für den Boden, für die Waffel quasi, habe ich verschiedene ausprobiert. Das ist so eine cremige. Ich finde, die passen recht gut zusammen. Das habe ich jetzt auch hier bei den Kleinen versucht, eben mit so Creme. Oder ihr macht mehr so ins Beige hinein. Also da sieht man, ich hoffe, man erkennt ein wenig den Unterschied. Mir persönlich gefällt das Cremige besser, aber es ist Geschmackssache. Ihr könnt es euch in Wirklichkeit anschauen und gucken, wo ihr näher dran kommt. Ich habe jetzt beides mit der Nadelstärke 3,0 gehäkelt und ich finde, wenn man es nicht ganz so viel ausstopft, hat es wirklich die Originalgröße eigentlich. Drum, ich bleibe bei 3,0. Ihr könnt natürlich feiner werden, dementsprechend seid ihr ein bisschen kleiner oder größer, je nachdem. Aber ich finde die Größe recht passend, muss ich sagen. Gut, dann fangen wir mit der Waffel an. Ich habe es sehr simpel gehalten und zwei verschiedene Variationen ausprobiert, die zeige ich euch dann. Aber zuerst fangen wir mit der Waffel an. Wie gehabt, einen magischen Ring. Und in diesen macht ihr dann 6 feste Maschen hinein. So, dann zieht ihr das Ganze zusammen. Geht hoch auf 12 feste Maschen, dazu verdoppelt ihr einfach jede Masche. So, ganz kurz, 12 feste Maschen habe ich für die Kleinen hergenommen. Da bin ich dabei geblieben. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ihr könnt natürlich verschiedene Variationen ausprobieren, aber ich fand, mit 12 haben die eine recht schöne Größe gehabt. So, wir machen aber große Schaumküsse, deswegen geht es hoch auf 18 feste Maschen. Dazu jede zweite Masche verdoppeln und das Ganze wieder 6-mal. So, es schaut schon größer aus, aber ich bin jetzt nochmal auf 24 feste Maschen hochgegangen und bei der Größe bleiben wir dann. Also wir gehen jetzt von 18 auf 24 hoch, verdoppeln jetzt jede dritte Masche und das Ganze wieder 6-mal. So, und bei den 24 festen Maschen bleiben wir. Da entstehen jetzt die Schaumküsse. Nur habe ich Folgendes ausprobiert. Ich habe zwei verschiedene Variationen gemacht, hier bei den dunklen.
Damit ich so schön nach oben gehen kann, werden wir jetzt ins äußere Maschenglied einstechen und eine separate Runde machen. Ich habe es versucht ins innere Maschenglied, ob es vielleicht besser aussehen würde, aber ich finde vom äußeren ist es relativ gleich. Das einzige, was wir haben, wenn wir ins innere Maschenglied einstechen, ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, hier diese Linie. Man hat die ganze Zeit diese durchgehende Linie. Wem das gefällt, der kann das machen, da sticht man ins innere Maschenglied. Und wer das, so wie ich jetzt, nicht haben möchte, der sticht ins äußere Maschenglied, dann habt ihr hier keine Linie. Also ich muss sagen, wenn ich das so betrachte, gefällt mir das also die Version besser. Deswegen werde ich jetzt 24 feste Maschen machen und nur ins äußere Maschenglied einstechen. Aber ihr könnt es gern zu Hause selber ausprobieren und dann seht ihr den Unterschied. Also, wenn ihr hier nach innen einsticht, habt ihr die Linie. Sticht ihr hier außen hinein, habt ihr keine Linie. So, ich mache jetzt mal eine Runde mit 24 festen Maschen ins äußere, aber nur ins äußere Maschenglied. So, jetzt bin ich fertig und habe einen Knoten hier dran. Ist egal, ich bin auf jeden Fall fertig hier. So, also 24 feste Maschen, bei denen bin ich geblieben. Jetzt habe ich eine Runde separat gemacht, ins äußere Maschenglied. Und jetzt kommt der Farbwechsel zu Braun. Und da macht ihr einfach ganz normal, ihr bleibt bei den festen Maschen und macht den Farbwechsel, nehmt euch den Faden auf. So, und macht ganz normale feste Maschen. So, gut, und das mache ich jetzt eine Runde lang. So, gut, also ich habe jetzt die Runde fertig und ich bleibe jetzt bei diesen 24 festen Maschen. Ich habe jetzt eine Runde im Braun gemacht. Insgesamt mache ich 10 Runden, damit ich dann auf diese Größe komme. Gut, die mache ich jetzt ohne euch und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die 10 separaten Reihen sind fertig. Das Ganze sieht dann so aus. Und wir gehen jetzt von 24 auf 18 feste Maschen runter. Dazu nehmen wir jetzt jede dritte und vierte Masche ab und das Ganze 6-mal. So, dann bin ich auf 18 feste Maschen. Wer möchte, kann schon füllen. Ich warte noch. Ich gehe jetzt runter auf 12 feste Maschen. Dazu nehme ich jetzt jede zweite und dritte Masche ab und das Ganze wieder 6-mal. Also von 18 auf 12 runter. Und jetzt fülle ich das Ganze, damit es natürlich die Form bekommt. So, ihr müsst schauen, dass nach unten hin nicht, also das einfach ein bisschen hintrapieren, sage ich immer gern, dass das eine gewisse Form annimmt und nicht so spitz nach unten hin ist. Jetzt fällt mir alles um.
fallen die Kleinen um. So. Weil es soll ja die Waffel zwar zu sehen sein, aber nicht die Hauptattraktion sein. Deswegen müsste ich das dann gut ausstopfen, dass das wirklich nach seinem Schaumkuss ausschaut. So. Jetzt mache ich noch mal eine separate Reihe mit 12 festen Maschen, damit wir obenrum so leicht rundlich werden. So. Ich weiß, es hat eine leichte Eiform, keine Sorge. Drum ist es so wichtig, dass ihr ausreichend stopft. Sollte es mit dem Finger nicht mehr gehen, nehmt euch einfach die Nadel, die Häkelnadel zu Hilfe. Geht ganz gut mit denen. So, das mache ich immer recht gerne, dass das wirklich seine Form behält. Mein Hund schnarcht. Der findet Häkeln wohl langweilig, hm? Eieiei. So. Gut. Dann gehe ich nochmal runter auf 6 feste Maschen. Dazu nehme ich jetzt einfach jede Masche ab. Sollte es mehr sein oder weniger, ist auch nicht schlimm. Wichtig ist, dass sie einfach wieder runter geht. Also 6-mal die Maschen abnehmen, dann kommt ihr von 12 auf 6 und dann nochmal gut ausstopfen. Wem es zu eng wird, einfach schon mal davor einen Halt machen und nochmal ausstopfen. So. Jetzt bin ich irgendwo. Halt mag ich die Wolle nicht. So, wenn ich es jetzt so lassen würde, wäre es sehr unförmig und spitz eben. Und deswegen ist es so wichtig, dann immer wieder nachzustopfen, damit ihr die Form beibehaltet. Was ihr auch machen könnt, ich habe zu Ostern kaufe ich gern Schaumküsse, die sind so gelb mit Perlen drauf, so Osterhasen-Special. Die könntet ihr auch machen. Vielleicht mache ich die auch noch, dann tue ich ein Foto dazu. Genau. Dann gibt es weihnachtliche, die sind noch heller, so richtig schönes Hellbraun, Karamellbraun, so, also richtig schön hell eigentlich. Und haben auch manchmal so Nüsse drauf, also da könnt ihr euch dann nach Belieben spielen. So. Schaut nur, dass ihr nicht zu viel ausstopft, weil sonst habt ihr gleich wieder Öffnungen. Aber die können wir dann noch ein bisschen verbergen. So, ein wenig geht noch und dann ist, glaube ich, gut. So. Ich glaube, dass wir es so lassen können. Ein ganz, ganz bisschen. Ich kann nicht aufhören. So, aber dann ist Schluss. Wirklich. Dann müsste es gut ausschauen. Einfach zumachen. Ich glaube, das ist die beste Lösung jetzt, bevor man noch mehr und noch mehr und noch mehr reinstopft. So, einfach. Ich lasse eins aus, mache eine Kettmasche, lasse nochmal was aus. Kettmasche, fertig. So, also wenn es jetzt unförmig ist, habe ich Pech gehabt. Aber ich glaube, ja, so kann man den doch gut lassen. So, Faden sichern. Ich lasse mir ein bisschen mehr über, weil dann kann ich eben diese Lücken, was entstanden sind durch Stopfen, kann ich da nochmal durchgehen und die ein bisschen kaschieren. So, gut, also so schaut das dann aus. Das gefällt mir eben nicht, da werde ich nochmal durchgehen. Genau, und er hat seine Form, man kann ihn ja immer so ein bisschen zurechtrutschen. Wichtig ist, dass das hier unten nicht zu spitz ist. Und dass das passt. Genau. Und ja, der ist perfekt geworden. Der ist fast perfekt. Je nachdem,
Es hängt auch eben viel mit dem Füllen an. Aber doch, so kann man die lassen. Und dann haben wir eben, ich werde das Ganze noch vernähen. Ihr werdet es dann im Foto sehen. Dann haben wir eben die verschiedenen Varianten. Wir haben eben Zartbitter, weißer Schoki und Vollmilchschoki. Und ich werde mich danach noch ranmachen und mache euch noch so ein kleines Special, das Gelbe mit so Perlen, wie so Perlenart. Das hat mir recht gut gefallen. Vielleicht mache ich hier noch zwei kleine Weiße dazu, dass das richtig passt. Also auf dem Foto werdet ihr dann alle sehen, aber jetzt einfach, dass ihr wisst, wie es funktioniert, habe ich euch jetzt Vollmilch hier gezeigt. Wie es zu Anfang aussieht, wie es am Schluss aussieht, seht ihr dann eben am Foto. Und ja, ihr seht, sie sind sehr, sehr schnell gemacht. Ich habe jetzt, glaube ich, vielleicht zwischen 10 und 15 Minuten für den gebraucht, maximal. Und ja, ganz schnell und simpel, niemand Fernsehen. Und ich wette mit euch, wenn ihr die auch noch in so einer Schachtel verpackt oder einfach nur so auf ein Tellerchen hintrapiert, die Kinder werden sie lieben. Also meine waren heute früh begeistert, haben sich sehr darüber gefreut. Und ja. Jetzt muss ich welche einkaufen. Gut, also ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, es regnet bei euch nicht so viel wie bei uns. Es ist furchtbar. Wünschen wir uns wieder viel Sonne. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.